Wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Sophia-Erinnerung. Oh, wie komme ich da durch? Da, ja. So. Ich vermute mal, dass wir jetzt wieder etwas über Altair erfahren. Wo müssen wir da nochmal rein? Ist normalerweise hier rechts, oder? Ah, perfekt. So, bin ich mal gespannt, was wir jetzt sehen werden, beziehungsweise erfahren werden über Altair. Ja, ich kriege euch. Ja, jetzt sind alle weg. Oh, ich hasse die Ladesequenz über alles. Dürfte aber jetzt vorbei sein, zum Glück. Oh Mann. Ja, hier passiert ja gar nichts. Die Templer haben ihr Archiv auf Zypern zurückerobert. Abbas schickte keine Verstärkung. Es war ein Massaker. Oh mein Gott. Maria. Als wir Masyaf vor 10 Jahren verließen, war der Orden stark. Aber all unser Fortschritt ist zunichte. Abbas muss sich verantworten. Wem gegenüber? Die Assassinen unterstehen jetzt ihm. Widerstehe deinen Rachegelüsten, Altair. Sprich offen, dann erkennen sie ihren Fehler. Er ließ unseren jüngsten Sohn hinrichten. Er verdient den Tod. Vielleicht. Doch wenn du den Orden nicht ehrenhaft zurückgewinnen kannst, zerstörst du das Fundament. Du hast recht. Vor 30 Jahren ließ ich mich von der Leidenschaft hinreißen und verursachte einen Bruch, der nie verheilt ist. Okay, so wie es aussieht, hat die Zeit auch an Altair genagt. Ich sehe gerade nichts. Sprich vernünftig. Ah, jetzt. Und vernünftige Männer hören auf dich. Einige schon. Aber nicht Abbas. Ich hätte ihn vor Jahren ausstoßen sollen, als er den Apfel stehlen wollte. Doch du hast dir den Respekt der anderen Assassinen verdient, weil du ihn leben ließest. Woher weißt du das? Du warst nicht dabei? Mein Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler. Sieh dich doch nur um. Masyaf ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Wir waren wirklich sehr lange nicht hier. Doch aus gutem Grund. Die Mongolen forderten uns heraus, dem haben wir uns gestellt. Wer hier kann dasselbe von sich behaupten? Wo ist unser ältester Sohn? Weiß Darim, dass sein Bruder tot ist? Ich schickte eine Nachricht vor 4 Tagen. Mit Glück hat sie ihn bereits erreicht. Abbas, fast tut er mir leid. Er trägt seinen Groll wie einen Schutzmantel. Seine Wunden sind tief. Es wird ihm helfen, die Wahrheit zu erfahren. Hier, in diesen Straßen, spüre ich nur Angst in den Menschen. Keine Liebe. Abbas hat inzwischen diesen Ort zerstört und ihm dadurch jede Freude geraubt. Vielleicht gehen wir ins Verderben, Maria. Mag sein. Doch gehen wir gemeinsam. Okay. Also hat sich auch hier so einiges verändert in den Jahren. Alles nur wegen dem Apfel, muss man so sagen. Wow. Ach, das Tor ist gerade geöffnet sich. Okay. Das hier ist der Austragungsort des Kampfes zwischen Altair und Al-Mualim im ersten Teil. Für die, die es noch wissen. Also ich muss jetzt alleine da laufen. Ich weiß aber auch gar nicht, wo wir hin müssen.
Also ich folge ihr einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Und hoffe, wir landen irgendwo, wo auch was passiert. Okay, da sind Leute. Oh, okay, dann müssen wir dahin. Bin ich mal gespannt. Lasst sie sprechen. Wir suchen Wissen über unseres Sohnes Tod. Warum musste Seth sterben? Sucht ihr die Wahrheit oder einen Vorwand für Rache? Wenn die Wahrheit uns einen Grund liefert, werden wir handeln. Gebt uns den Apfel, Alter, ihr, und ich sage euch, warum euer Sohn sterben musste. Ah, das ist also die Wahrheit. Abbas will den Apfel für sich, nicht um euch zu erleuchten, sondern um euch zu kontrollieren. Ihr besitzt dieses Artefakt seit 30 Jahren, Alter, ihr. Suhlt euch in seiner Macht und hortet seine Geheimnisse. Es hat euch verdorben. Nun gut, Abbas. Nehmt ihn. Was? Bevor ich euren Sohn richtete, sagte ich ihm, es wäre euer Befehl. Er starb im Glauben, ihr hättet ihn verraten. Altair! Altair! Nein! Sei stark, Altair. Maria. Er ist besessen! Tötet ihn! Nehmt den Apfel! Schnell! Haltet ihn auf! Angriff! Oh, wir müssen entkommen. Boah, fuck. Ja, da sieht man, was Rache anrichten kann. Man sollte sich definitiv nicht von der Rache oder von der Wut selbst. Oh Mann. geht doch. Wie heißt's? Jetzt fällt mir nicht ein, was ich sagen soll. Also die Wut darf einen selbst nicht ergreifen, sonst sieht man, was passiert. Oh Gott, wir müssen aus dem Dorf fliehen, ich glaub's nicht. Jung. Da vorne ist wieder irgend so eine Art Checkpoint. Vater, ich erhielt eure Nachricht. Was ist geschehen? Darim, kehr um! Sind jetzt alle verrückt? Wir müssen gehen. Abbas darf den Apfel nicht in die Finger bekommen. So ihr mehr Dolche braucht, nehmt sie. Über euch! Hier entlang. Ja. Wo ist Mutter? Komm. Sie ist tot, Darim. Tut mir leid. Was? Wie? Da vor uns! Später. Wow. Zuerst kämpfen wir. Alter. Was war das jetzt? Brüder, wir müssen nicht kämpfen. Spar dir die Worte. Sie wurden von Lügen vergiftet. Ja. Wuhu. Ach, ich bin ganz ehrlich, ich finde Alter immer noch am coolsten. Wo es wahrscheinlich genau dieselben Moves sind wie die Ezio kann. Ich muss ihm folgen, Alter. Jetzt habe ich einen von denen getötet. Ah, beilen. Nein. Oh, Mann, was ist das? Ja. Was wollt ihr denn eigentlich? Hier. Sie ist doch hier. Mann, so weit bin ich doch gar nicht weg. Nein. Sie dürfen uns nicht erwischen. Boah, wohin will denn der? Ah. Boah,
Alter, ist das wieder eine Mission? Was, der meinen Bruder ermordete? Deinen Bruder, Malik und viele andere. Er ist des Wahnsinns. Ein Wahnsinniger mit einer Armee. Er wird sterben. Wow. Eines Tages. Alle mit den Messern erledigt. Ja, halt hier jetzt einfach drauf mit allem, mit allen Waffen. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bitte. Nein. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, so. Okay, aus dem Dorf raus. Oh, verdammt. Haha. Es ist Zeit zu gehen. Hoho. Ah, das ist richtig geil. Ich werde den Apfel besitzen, Alter ihr. Und euren Kopf hole ich mir auch. Dafür, dass ihr meine Familie entehrt habt. Ihr könnt nicht ewig davonlaufen. Nicht vor uns und nicht vor euren Lügen. Maria. Meine Liebe. Okay, jetzt haben wir wieder etwas erfahren. Okay, Alter, ihr ist geflohen mit seinem Sohn und dem Apfel. Und dabei sehr, sehr, sehr viele Assassinen erledigt. Mann, was war das jetzt für eine Schlacht? Also wie man hat gesehen, sind sehr viele Assassinen gefallen. Und dann das alles nur wegen dem Apfel. Durch Zorn und Betrug verlor Altair die, die ihm nahestanden. Doch er gab nicht auf. Nie verspürte ich einen solchen Schmerz. Vielleicht, weil mein Herz zu hart ist, um wahre Liebe zu riskieren.